Hi meine Freunde, wir sind heute in Remscheid bei Fundamental und der Peter wartet schon auf uns. Machen wir es mal abhauen? Nein, wir gehen jetzt mal rein. Drücken. Ach, hi. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, gleichfalls, danke. Wir haben uns heute verabredet. Ja. Und heute bist du schon da. Genau. Genau. Heute einmal kurz telefoniert. Ja. Zack, und jetzt? Und du konntest mich nicht anrufen, weil? Ich hatte kein Guthaben. War mir klar, habe ich angerufen. Vom Festnetz aus. Geil. Ja, cool. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Schade, dass meine Frau nicht da ist. Die ist ja eigentlich die Instagram-Queen. Ja, da aber ist sie. Aber sie ist doch da. Und Christian ist auch da. Ist auch nicht schlecht, aber der Schönste ist auch hier. Ja. Das bin ich. Und du bist in Wirklichkeit größer als er. Stimmt, ich habe auch in Wirklichkeit nicht so schöne Zähne. Guck mal. Da muss meine Frau nochmal dran. Das stimmt. So. Ist ein bisschen gefaked, aber ist nicht schlimm. Und du, vor allem ganz wichtig... Du trinkst so viel Kaffee. Stimmt. Weil... Ich weil, hätte einen für dich. Ja, ich war... weil du hast einen ganz krasse, krassen Automaten hier, habe ich gerade gehört. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, ich habe eine Kaffeefahne. Das hätte auch sein können. Ja? Aber ich habe einen richtig guten Automaten. Den hat Christian ausgesucht. Und ihr drei macht das hier? Wir drei machen das hier. Oder eher ihr beide? Nee, eher er und wir beiden sehen gut aus. Gut. Das ist so. Er sieht halt nicht so gut aus, von Natur aus. Aber er kümmert sich darum, dass das, was wir uns ausdenken hier, voll ist. Cool. Er ist die Marketingmaschine. Cool. Und eigentlich ist er auch der Chef hier. Aber eigentlich ist er immer unsicher. Aber eigentlich sollten wir ihm das auch nicht sagen. Deswegen, eigentlich nicht. Gut. Aber er hat das hier schon ganz gut im Griff. Gut. Und wir machen halt so Zahnheilkunde, da waren wir ja gerade, ne? Ja. In der Praxis. Ja. Und wir kümmern uns so um die Inhalte so ein bisschen. Ja. Das ist so unser Thema. Vielleicht können wir später darüber reden. Voll gut. Also wie der Workflow ist. Wollt ihr reinkommen? Klar. Normalerweise sind wir relativ unkompliziert. Das sagen alle Zahnärzte, völliger Blödsinn. Kompliziertestes Klientel, was weil, du dir was deine Zielgruppe ist. Also zumindest genau, hier. Das komplizierteste Klientel. Ja. Und kann man grob in zwei Gruppen einteilen, Zahnärzte. Das alte Wir und das neue Wir. Das musst du mal bitte aufbröseln kurz. Ja, das alte Wir und das neue Wir. Mh, das alte Wir ist so ein bisschen von oben herab. Ältere Kollegen? Sehr autoritär, ja. Auch in dem Führungsstil. Ja. Und so treten die dann hier auch auf. Ja. Und das neue Wir ist so kollegial, ja. bisschen so mehr Augenhöhe, ja. Bisschen cooler, nicht so in dieser Hierarchiestruktur aufgestellt. Ja. Und wir teilen das ein bisschen so auf in alte Wir, neue Wir, merkt man relativ schnell, wenn die Leute schon anrufen. Ja, klar. Das alte Wir ist ein bisschen komplexer. Aber das heißt nicht, dass die nicht nett sind, ja. Aber ein bisschen komplizierter. Ist Unsicherheit, ne? Ist das, nee, ist, nee, ich würde so sagen, das alte Wir sind die älteren Kolleginnen und Kollegen, die meistens alleine seit Jahren in ihrer eigenen Praxis arbeiten, ja. Und eigentlich keine Götter neben sich haben. Ja. So, die sind das gewohnt, alle Entscheidungen alleine zu treffen, ja. Und sind auch so drauf. Das ist, wenn du 30 Jahre dein eigener Chef bist und keiner neben dir irgendwas sagt, dann wirst du halt auch anders. Wie ist die Verteilung hier? Also hast du eher... Wir haben ein relativ junges Publikum, glücklicherweise. Ja. Liegt vielleicht auch noch unserer Marketingstrategie, die Christian fährt. Ja. Eher so die jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Aber wir freuen uns über alle. Ne? Wir lernen am meisten von den Älteren. Ist halt so. Ja, klar. Okay. Wie lange gibt es das hier? 5 Jahre. Hier in Remscheid. Das Schulungszentrum Fundamental gibt es seit 1991. Okay. Von meinem Schwiegervater gegründet. Zahntechnikermeister. Hi, Wolle. Hi. Mhm. Daher auch hier, kannst du uns mal rumführen? Klar. Wo wollt ihr anfangen? Toiletten vielleicht? Wir gehen mal ins Schulungszentrum, in die Aula. Das hier ist übrigens die Cafeteria, eigentlich das Zentrum des Schulungszentrums. Hier sind die wichtigen Gespräche. Zwischenmenschlich. Nicht so Frontalunterricht, sondern so einfach so ein bisschen... Ja. Auf Augenhöhe. So. Wir kommen in die Aula.
Geil. Guck mal, digitales Flipchart. Richtig. Flip. Flip. Wie heißt Flip? Von Samsung tatsächlich. Okay, ja. Flip kann man, also normalerweise ist die im Strom dran, ne? Jetzt nicht, aber so. Können wir mal coole Online-Sachen machen eigentlich, ne? So. Ja. Bietet ihr Online-Kurse an? Ja. Und zwar jetzt sehr bald wieder Strahlenschutz. Das ist so einer unserer Hauptkurse. Wir waren gerade in eurer Praxis oben im Aufenthaltsraum. Mhm. Und da waren, ich weiß gar nicht mehr, was sowas nennt, ein Klemmbrett? Ja, Flipchart analog. Analoges Flipchart? Ja. Und ich habe da mit dem Hühnerauge mal drauf geguckt. Wer ist so strukturiert bei euch? Bist du das? Ist das deine Frau? Ist das ich deine auf gar keinen Fall. Ist das deine Praxismanagerin? Eventuell, ja. Also das war alles minutiös geplant. Ne? Also sowas kannst du ja nicht machen, wenn du irgendwie so... Das war jetzt auch nicht gestellt. Das war so. Wie, was aber meinst ich du bin gestellt? Nicht organisiert. Ich bin ganz schlimm organisiert. Ich bin unordentlich und unorganisiert. Ja, ist doch gut. Ja. Kann ich richtig gut. Ja, ja. Nee, ich glaube, du kannst andere Sachen viel, viel besser. Vielleicht. Ja. Genau. Hier ist quasi ne, für Frontalunterricht mit Leinwand. Ja. Für Röntgenschulung und DVT mit Bildschirm. Ja. Und eine Behandlungseinheit. Die gehört natürlich auch in ein dentales Schulungszentrum. Ja. Ja. Die ist, um die Patienten dort mal vorzuführen. Okay, vorzuführen. So. Ganz kurz für den Technikaffinen da oben. Schau mal. Ein Regal. Ja, genau. Eine PTZ-Kamera. Bestimmt schon mal gehört. Damit werden wir demnächst alle unsere Kurse digitalisieren. Mhm. Weil sonst geht uns hier zu viel Wissen flöten. Kurs findet statt, Kunden gehen wieder raus, es bleibt nichts. Diese Kamera ermöglicht quasi ein digitales, also es ist eine KI hinter dieser Kamera. Ja. Und das nennt sich Presenter-Tracking. Ja. Der weiß, wer redet und der weiß, wo die Präsentation ist, auf dem Flipchart, auf dem Screen, auf dem Bildschirm und der nimmt das alles automatisch auf. Ja, cool. Also der sucht die Akustik im Raum und konzentriert ganz sich dann quasi darauf. Habe ich mal direkt mal eine Frage. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der aktuelle Stand ist, aber 20% von den 20% von den Online-Kursteilnehmern bringen so einen Kurs zu Ende. Wie ist das bei euch? Könnt ihr das auch tracken? Wir müssen das sogar tracken, insbesondere beim Röntgenkurs. Also wir müssen schauen, dass die online bleiben. Die dürfen nicht gehen. Ja, das beim Röntgenkurs macht Sinn. Mhm. Ich glaube, das gibt es auch noch nicht so lange, dass man die online anbieten kann. Ne? Corona hat es möglich gemacht, genau. Ja. Wir haben dann, es war auch ein Fehler von der Zahnärztekammer Nordrhein, auf den wir voll draufgegangen sind. Wir haben gefragt, ob wir dürfen. Die haben gesagt, ja, wollten dann zurückrudern, ging nicht mehr. Ist gut. Weil ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit ein Verwaltungsakt. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ja, aber ist auch geil. Das bedeutet Bestandsschutz, die können euch das nicht wegnehmen. Ja. Wenn du es jetzt machen willst, musst du es auf jeden Fall einen Teil online anbieten und einen Teil analog machen. Ja, aber der Röntgenkurs geht immer noch komplett online. Cool. Mhm. Und DVT? Bietet ihr das auch an? Teils. Zweitageskurs, muss ein Zweitageskurs sein. Ist ja die Fachkunde 4. Genau. Und geht immer nur ein Teil online, ein Teil live. Ja. Und ist immer zweiteilig und muss mindestens, ich glaube, 45 Tage dazwischen sein. Ja, irgendwie so 3 Monate, 25 Fälle befunden. 25 Fälle, komplett durchbefunden. Ja, das bietet ihr auch an? Ja, bieten wir auch an. Also du weißt gar nicht, jetzt von den anderen Online-Kursen, die ihr anbietet? Wir bieten nicht sehr viele Online-Kurse. Okay. Die meisten Zahnärzte wollen live. Macht auch Sinn. Du musst ja auch irgendwie deine... Ist auch schön. Deine aus deinem Trott irgendwie raus, oder? Ja, wir haben ja dann zu Corona-Zeiten richtig viele Sachen online angeboten. Ja. Wurde auch gebucht, aber es ist halt nicht das Gleiche. Ja. Und ich sag dir, ich biete ja teilweise diese Online-Strahlenschutzkurse fast jede Woche an. Am Wochenende, samstags und mittwochs für die Mädels. Ja. Das macht auch keinen Bock. Du sprichst ja in einen Computer und hast gar kein Publikum. Ja. Das ist was anderes. Wenn du gerne referierst... Also du machst das quasi jedes... Ja, muss ich. Ich kann kein Video ablaufen lassen. Ich muss immer live. Und du machst es zweimal die Woche? Teilweise, ja. Dann bist du auf jeden Fall sehr diszipliniert. Ja. Dir fällt das nicht schwer unbedingt? Nein. Immer das Gleiche zu machen?
Ja. Also das Gleiche in Anführungsstrichen. Ja, man muss sagen. Wir haben ja gerade über deine Schwächen geredet, kurz. Wenn man das aber eine Weile macht, dann muss man während des Vortrags auch gähnen, weil du immer das Gleiche erzählst. Und dann musst du zusehen, dass du das irgendwie verpackst. Dass das keiner mitbekommt. Ja, hustest du oder so. Ja. Aber es ist dann halt, wenn du das 50. Mal über Strahlenschutz mit Zahnfilmhaltern redest, dann ist halt auch irgendwann ein bisschen langweilig. Auch für dich. Obwohl wir es maximal versuchen, interessant zu gestalten. Ich finde das cool, dass du so ehrlich bist. Ja, aber Immer das Gleiche ist halt immer das Gleiche. Ja, ist krass. Würde man erstmal so gar nicht drauf kommen. Ne? Aber, wir versuchen natürlich so ein bisschen Aktuelles reinzuholen. Beispielsweise Lage Tschernobyl aktuell. Ja. Lage Saporischschja, kann man ja kaum aussprechen. Ja? Ja. Ist auch wichtig. Gehört auch mit zum Strahlenschutz. Ja. Ja? Quasi ein Atomkraftwerk, was von der, wir wollen ja nicht politisch sein, ne? Russischen Föderation eingenommen wurde, aber von ukrainischen Mitarbeitern betrieben werden muss. Ja. Das ist natürlich schon heißes Pflaster. Ja? Und das natürlich gehört auch mit zum Strahlenschutz. Und dann macht das die Sache vielleicht so ein bisschen interessanter, als nur über elektromagnetische Strahlung zu sprechen. Ja. So ein bisschen ins Live, ins Jetzt. Ja. Mhm. Oder Pilze. Süddeutsche Pilze sind immer noch verstrahlt von Tschernobyl. Weiß kaum einer. Süddeutsche Pilze. Mhm. Wenn in Süddeutschland ein Wildschwein geschossen wird und das eine zu hohe Strahlenbelastung hat, wird das von der deutschen Bundesregierung dem Jäger abgekauft, weil es darf nicht verkauft werden. Weißt du den Verkaufspreis? Nee. Der ist wahrscheinlich besser. Der ist wahrscheinlich nicht schlecht. Der ist wahrscheinlich besser als das, was er auf dem Markt kriegen würde. Das der kann ist ja sein. Es muss ja ein Ausgleich, ein aktueller Marktpreis sein. Ja. Was hast du damit zu tun? Du kennst dich so gut damit aus. Mich hat interessiert, wo Strahlenschutz kommt. Ja, gar oder weil ich ein Schwein bin. Das kann natürlich auch sein. So. Und da kommt, fährt einer raus und dann wird der einmal gescannt und dann sagen die, okay, die Belastung ist zu groß oder was? Das Schwein wird abgekauft? Genau, die werden abgeprüft. Ach krass. Ja, weil die Schweine ernähren sich von Pilzen. Ja, klar. Und jetzt, um nur noch kurz die Erklärung zu Ende zu bringen, ja, es wurde Cäsium-137 freigesetzt. Hat eine Halbwertszeit von 31 Jahren. Ja. Von 1986. Das heißt, davon ist ungefähr jetzt noch die Hälfte da. Ja. Das ist halt immer noch eine Menge. Ja, klar. Und das ist halt auch interessant. Also es ist vielleicht interessanter als, wie viel Strahlung hat ein OPG. Ja. Wobei das auch interessant ist. Aber nicht so. Das Schwein ist manchmal interessant in Süddeutschland. So. Ja, dann. Hier vorne haben wir so ein bisschen die Verwaltung. Momentan sitzt der Herr Both auch hier. Das werden wir aber ändern, weil der kann hier nicht in Ruhe arbeiten. Vor allem nicht, wenn Kurse sind. Dann belagern die den. Ja. Er kriegt jetzt ein eigenes Büro. Ja. Muss sein. Bedeutet der Standort hier, ich sage jetzt mal Standort, die Location ist immer besetzt? Ja. Ist immer besetzt und ist eigentlich auch immer kursmäßig belegt. Ja. Man kann die Location auch buchen? Ja. Also? Das geht auch, wobei die freien Spots sehr übersichtlich sind mittlerweile. Klar. Glücklicherweise. Klar. Glücklicherweise, wir sind ganz gut gebucht, insbesondere unsere curricularen Fortbildungsreihen. Die laufen ganz gut. Würde mich später auch mal interessieren, wonach ihr aussucht, wen ihr da, also ist das, kommt jemand, stellt ihr die Räumlichkeiten? Nein. Sondern das ist dein Konzept oder euer Konzept, ausgearbeitet genau. Mit Referenten, die du im Verlauf kennengelernt hast. Ja, oder die wir lieben gelernt haben. Hast. Ja, genau. Wonach, Lust haben, ja. Ganz wichtig. Ist das oft so, dass die keinen Bock haben? Es gibt Leute, die haben Bock. Das sind die Besten. Wenn die Bock haben? Ja. Ja, klar. Also ganz, aus dem Pony machst du kein Rennpferd. Ne? Also die Rennpferde kommen meistens schon reingerannt. Ja. Und dann merkt man das auch und die haben dann eine Liebe für ihre Idee, für ihr Konzept und die referieren halt auch anders. Die sind dann dabei. Fällt dann auch nicht schwer und die Leute sind auch nicht gelangweilt. Das ist, also der Referent entscheidet über gut oder schlecht. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen ketzerisch, aber man kann ja nicht beides machen. Ne? Also entweder bist du ein richtig guter Referent. Mhm. Ja? Ja. Oder du bist richtig gut am Stuhl. Mhm. Oder beides, theoretisch geht das ja auch. Würdest du das eine ausschließen oder abhängig machen vom anderen? Weil du musst überlegen, da geht ja auch, also ich meine, du musst dich vorbereiten, auch wenn du es schon ein paar Mal gemacht hast. Mhm. Muss immer up to date sein. Mhm.
Hast du vielleicht noch andere Herdplatten auf dem, also Töpfe auf dem Herd? Praxis und. Ein guter Referent Wirtschaftlichkeit nicht, und so. Ein guter Referent kann nicht nicht arbeiten. Weil sonst wird der nicht authentisch sein. Für uns. Ja, macht Du würdest Sinn. Keinem Zahnarzt vertrauen, der seit 10 Jahren kein Bohrer mehr in der Hand hat. Also über etwas zu sprechen. Du hörst ja sofort, ob das Lehrbuchwissen ist oder ist es Erfahrung. Genau. Und das ist so das, was da auch rauskommt. Ja. Also beides ist euch extrem wichtig. Total. Weil es gibt ja auch Leute, die machen eigentlich das hauptberuflich, ne? Also sprechen quasi. Wenige. Sehr wenige. Okay. Also die meisten sind tatsächlich auch am Stuhl. Wenn sie Zeit dafür finden, ne? Also ja. Irgendwie. Ja, es gibt natürlich ein paar. Halbtags oder so, keine Ahnung. Ja, aber man merkt das sofort. Man merkt das sofort. Und wir haben tatsächlich hauptsächlich Leute aus der Praxis. Ich meine, Farina macht ja zum Beispiel halbtags Praxis, halbtags. Wie machst du das eigentlich? Ich mache Ganztagspraxis und hier. Und Freizeit machst du so. Hier? Ja. Schon. Cool. Ja, ich merke das schon. Aber ich habe auch Familie, ne? Ich habe 2 Kinder und so. Das geht auch. Geht schon. Wie alt sind die? 67. Das ist ja schon, also ist schon gut. Also aus dem Gröbsten raus. Absolut. Cool. Sind auch gut geworden. Trotz meiner Arbeit. So, kommt weiter. Schwiegerpapa? Schwiegerpapa. Kannst du mir das Konzept hier hinter? Es ist relativ simpel. Also wir haben hier 8 Arbeitsplätze mit einem Arbeitsplatz, der quasi für den Referenten ist. Mhm. Und im starken Gegensatz zur Zahnmedizin ist es bei der Zahntechnik so, dass viel mehr haptisch läuft. Ja. Also während in der Zahnmedizin tageweise gesprochen werden kann über Konzepte, ja. Behandlungsphilosophien und so weiter, ist ja. Der Zahntechniker immer haptisch dabei. Ja. Und deswegen hat quasi mein Schwiegervater früh verstanden, dass die Zahntechniker Arbeitsplätze brauchen, um geschult zu werden. Und das sind jetzt, das ist so eine Arbeitsplatzinsel, die haben wir 2-mal, einmal hier, einmal drüben. Ja. Da kann man auch hier die Wand aufmachen und dann kann man eben bis zu 18 Zahntechniker gleichzeitig schulen, jeweils immer mit einem Screen, damit man dort Sachen laufen lassen kann. Wir haben ein Mikroskop hier, ein Zeiss-Mikroskop können wir anschließen, per HDMI draufstreamen und dann sehen die Leute eben, was gemacht wird. Ja, krass. Mhm. Krass. Und die Zahntechniker sind halt viel digitaler als die Zahnärzte. Viel digitaler. Weil die seit Jahren schon mit CAD/CAM arbeiten. Ja. Und ich habe zum Beispiel einen Kurs, der heißt Implantatplanung für Zahnärzte. Ja. Und einen, der heißt Implantatplanung für Zahntechniker. Ja. Und jetzt den Technikern geht das so. Ich sage denen, was die machen sollen und die verstehen das. Die wissen, was ein SDL-Datensatz ist. Die können, das ist ein DVT, importieren. Zack, zack, das ist für die in Sekunden. Also die Arbeitsvorbereitung, weil bei den Zahnärzten brauche ich dafür 1,5 Stunden, bis die quasi den Import von Dateien geschafft haben. Also nicht alle, ne? Es gibt auch so ein paar digitale Nerds, ja, total, so wie mich. Ja. Ich habe da auch Spaß dran, ich mache das auch in der Praxis alles selber, also fast alles. Aber die Zahntechniker, die können das und die Zahnärzte, die muss man da schon hinführen. Und die meisten Zahnärzte sagen dann, das werde ich machen lassen. Und deswegen ist auch der Kurs Implantatplanung für Zahntechniker entstanden. Ja. Weil ich halt gemerkt habe, die Zahnärzte werden das nicht tun. Ja. Weil das nicht in deren Arbeitsalltag reinpasst. Ja, ich bin heute übrigens hier, weil wir geschrieben haben über ein Reel und du gesagt hast, das, was du da erzählst, das ist, hatte ich irgendwie vor 10 Jahren. Mhm. Sind wir heute kurz ins geschrieben, dann telefoniert, kennt ihr ja die Geschichte. Hast du mal überlegt, hier die Plätze zu vermieten? Ja, das haben wir schon überlegt. Der Luxus dieser Plätze hier ist, dass hier noch nie industriell drauf gearbeitet wurde. Da sind KAVO K9 Arbeitseinheiten drin. Ja. Das ist ja so wie die M1 für die Zahnärzte so ungefähr. Die sind quasi neuwertig. Ja. Ja. Wenn ich hier natürlich die Dinger vermiete, dann kommt natürlich ein ganz anderer Verschleiß rein. Ja, dann, das muss man dann natürlich dann mitberechnen. Man kann das machen. Mein eigenes Labor ist ja hier. Ja. Ich habe ein eigenes Meisterlabor mit meiner Praxis und wir bespielen das auch hier. Man könnte hier draus natürlich von der Infrastruktur ein Fräszentrum machen. Ohne weiteres. Ja. Ohne weiteres. Und wir hätten auch alles dafür da. Aber der Gedanke
was soll ich sonst noch so machen? Ja, verstehe. Also ihr werdet das gleich sehen, wir gehen hier gleich weiter. Wir haben quasi hier noch eine ganze Produktion, wir haben 3D-Drucker, wir haben Fräsmaschinen, wir haben alles. Aber im Grunde genommen würdest du ja nichts damit machen, außer vermieten, ne? Ja. Also ich hab einen Techniker bei mir, der war eine Zeit lang angestellt, halbtags, und halbtags war der selbstständig, also hat den Arbeitsplatz gemietet. Das haben wir jetzt erstmal aufgelöst im Sinne von, da gab es immer einen Interessenskonflikt, was mir so ein bisschen auf den Sack geht. Ist das jetzt für mich oder ist das, muss ich das machen, damit ich meine Umsatzzahlen erreichen kann? Läuft. Also die Anschaffungskosten für einen Zahntechniker, der sich selbstständig macht, in der jetzigen Zeit, die verstehen, also nicht falsch verstehen, aber das, was ich so beobachte, ne? Du musst super gut an den technischen Sachen sein, ja? Aber du musst ja auch irgendwie raus. Du musst ja Neukunden generieren. Du musst ja irgendwie gucken. Weißt du, wenn jetzt ein Zahntechniker zu dir kommt und sagt, Peter, hier, guck mal, ich mache die Arbeit für dich. Du hast ja gar nichts von, hast ja gar keinen Mehrwert. Also da in bestehende Strukturen reinzukommen und Neupatienten im Sinne von Neukunden generieren, das ist der absolute... Also, und das Problem ist, wir sind ja natürlich auch da draußen in dieser Welt unterwegs, wo sich es hat nichts Strukturen mit der verändern, wo MVZs kommen, wo die Schlagweite anders ist. Also aber was du auch gerade gesagt hast, ist es ja so ein ethischer Konflikt, der auch wenn du ein eigenes Labor hast, der schlägt ständig mit. Weil die Frage ist natürlich, würdest du eine Arbeit eingliedern, wenn sie in deinem eigenen Labor gemacht werden würde, wenn sie vielleicht nicht ganz so top ist, wenn du sie, während du sie mit einem Fremdlabor gemacht hättest, sie vielleicht zurückgeschickt hättest. Ja, das sind ja so Sachen, über die muss man sich Gedanken machen. Ja. Aus Kostendruck beispielsweise. Ja. Also die Lösung ist Qualität. Immer. Die einzige Lösung, die da funktioniert. Also du musst halt deinen Qualitätsstandard so hochschrauben, ja, dass du sagst, das passt jetzt. Ja, und vor allen Dingen Beständigkeit. Ja. Also. Ja. Ja. Das war bei mir, waren das die monolithischen Kronen, so doof sich das anhört. Aber ich wusste, wenn ich monolithische Kronen in den Alltag verbaut kriege, dass die auch so aussehen, dass man die so, ne, das Frontzahnästhetik mit monolithischen Kronen, haben alle gesagt, das wird niemals funktionieren. Haben wir alle gesagt. Hab ich immer entgegengehalten. Und ich würde sagen, ich habe auch recht behalten. Und wir machen alles mit monolithischen Kronen. Alles. Ja, das hast du mir auch am Telefon gesagt. Finde ich spannend, alles zu machen. Wir haben auf All-on-4 geredet, All-on-6. Kannst schon mal gerne frakturieren, ne? Also, das ist meine Erfahrung. Frakturieren? Ja. Aber keine vollgesinnten. Ich hol mal. Also mir, also... Ich hol mal. Ihr dürft hier nicht rein. Ja doch, ihr dürft hier ruhig rein. Kommt ruhig rein. Also, das ist mein Labor hier, ja? Dein Labor bedeutet, das ist das Praxislabor? Das ist das Praxislabor, genau. Schon mal gut aufgeräumt hier. Das ist gut, ja. Ja. Ja, ich sehe das ja, hier. Schau mal. Vollkeramik, gesintert, All-on-4, Oberkiefer. Ja, ich weiß, wie die aussehen. Ist noch nicht fertig, ne? Ist noch nicht fertig. Aber es ist kein Metall drin. Es ist nur Keramik. Das ist nur volle Keramik. Kannst du? Ja, ich weiß. Also mir brechen die manchmal in der Front. Nein, die brechen nicht. Aber das sind, wie gesagt, ne, das sind gesinterte, vollkeramische Systeme und mir sind die alle gebrochen mit Titankern. Die sind alle gebrochen, weil die natürlich dünn darüber sind. Ja. Darf ich es nochmal sehen? Verklebst du die im Mund oder was machst du? Ja. Wie machst du das? Ja. Welches Implantatsystem benutzt du am liebsten? Das ist Kevlock. Geil. Ja. Also ich habe vorher viel mit Bego gemacht. Ja, unheimlich viel. Ich habe mit Bego angefangen. Unheimlich viel mit Bego gemacht. Und ich habe mit Bego angefangen. Wir sind dann über andere, also ich habe alle Großen gehabt. Ja. Ja. Oder habe ich noch. Und bin bei Bego, Kevlock hängen geblieben. Ja, und das ist hier, wie gesagt, unser Labor, aber das kann halt auch relativ schnell rausgeräumt werden und hier dann auch nochmal als zweites Schulungsräumchen genommen werden. Dann kann das hier aufgemacht werden und hier laufen zum Beispiel auch Kurse, direkte Veneers für Zahnärzte, dann auch haptisch. Mhm. Dann werden hier auf die K9er Winkelstücke geschnallt und dann wird hier präpariert. Cool.
Wie siehst du die Zahntechnik in Zukunft? Monolithisch und im 3D-Druckbereich. Und im Lasersinterverfahren, ganz besonders stark. Und ich sehe Zahntechnik nicht mehr im herausnehmbaren Bereich. Das wird sterben. Denke ich auch. Teleskoptechnik ist ja ein rein deutsches Phänomen, das sind sich die meisten Leute ja gar nicht bewusst, nennt sich ja in Amerika The German Crown. Ja, also wenn du denen damit kommst, dann kommen die und sagen die, wer macht denn so eine Scheiße? Ja. Das ist ja völliger Blödsinn. Ja. Und es ist eigentlich auch Blödsinn, aber es funktioniert. Und die Deutschen machen das auch, wie die Weltmeister und kein anderer. Das machen nur die Deutschen. Aber das merkt man ja nicht, wenn man in Deutschland ist. Klar. Dann muss man so ein bisschen von außen auf die Sachen gucken und sagen, eigentlich völliger Wahnsinn, was bei uns auf der Tagesordnung steht. Ja. 6 Teleskopkronen im Oberkiefer. Was für ein Aufwand im Labor. Ja. Wer soll das denn bezahlen? Ja. Wir haben einen ganz guten Kumpel, mit dem habe ich zusammen studiert. Der hat eine relativ große Klinikkette in Deutschland aufgebaut. Ja. Der hat mich mal nach München bestellt und hat mir da so 40 Zahnärzte aus seiner Truppe hingesetzt und hat gesagt, erzähl denen jetzt mal, wie die keine Prothesen mehr machen. Ja. Also der hat schon vor 5 Jahren gerafft, ey, herausnehmbarer Zahnersatz ist nicht die Zukunft. Ja. Ist es auch nicht. Wer will das denn schon? Ja, da fällt mir irgendeine Studie ein, ich kann die jetzt nicht benennen. Da haben die wohl über ein halbes Jahr, also die haben die Arbeit zweimal gemacht, einmal festsitzend für den Patienten, irgendeine Uniklinik fällt mir jetzt, und einmal herausnehmbar. Und am Ende des Tages konnte der Patient entscheiden, was denn für ihn angenehmer war. Ah ja, okay. Und die meisten haben gesagt, herausnehmbar. Das ist das, was mir so bei dem Thema hängen geblieben ist eigentlich. Ach krass, ne? Ja, also genau das Gegenteil. Ist eine deutsche Studie. Ne? Aber pass auf, ich sage immer in meinem Kurs für den sanften Einstieg, sage ich immer, stell dir mal vor, du bist jetzt der Patient, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, das stinkt auch. Ja, warte. Also, die Nummer läuft über Sex, ja? Und zwar, du kommst mit deiner Partnerin und sitzt bei mir auf dem Stuhl. Und du hast eine Freiend-Situation, einseitig. Freiend ist ja immer der Elfmeter zum Implantat. Immer. Freiend ist immer Elfmeter zum Implantat. Und dann sage ich dir, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst hinten ein Implantat und hast festsitzende Zähne oder du gehst getrennt von deinen Zähnen schlafen und in dem Moment gucke ich zu deiner Frau, nach die hinter dir sitzt. Und dann machst du Folgendes, du drehst deinen Kopf zu deiner Frau und siehst aus dem Augenwinkel, wie deine Frau so macht. Dann wird keine Prothese gemacht. So läuft das Spiel. Also, du musst natürlich die Situation auch ein bisschen heraufbeschwören, aber du kannst ja nicht von jemandem, der 40 ist, 50 ist, kannst ja nicht sagen, jetzt kriegst du herausnehmbare Zähne. Das geht ja nicht. Ja, vor allen Dingen kannst du ja auch gar nicht beurteilen, wenn du es nicht hast. Also, der weiß ja gar nicht, wenn du ein Auto hast und kaufst dir ein neues und das alte war irgendwie besser, dann hast du vielleicht auch Kaufreue. Aber weißt du, die haben ja nie einen Vergleich. Ja. Also, absolut. Hast du ja nicht. Absolut. Kommst ja eigentlich mit dem klar, kommst auch mit dem Holzbein klar, weißt du? So. Aber habt ihr wieder was über Verkaufen gelernt? Ne? Im Grunde genommen verkauft man sich in jeder Sekunde seines Lebens. Ja, gut, aber... Ja, das gehört dazu. Muss ja, genau, man einfach ja fairerweise dir, sagen. Die kommen ja zu dir, um beraten zu werden. Und die Beratung läuft ja dann... Also, du musst ja über ein Implantat aufklären. Du darfst nicht, du musst. Wenn du einen Patienten nicht über ein Implantat aufklärst und dem eine Brücke abschleifst, ne, bist du schadensersatzpflichtig. Das wissen die Leute ja nicht. Du bist schadensersatzpflichtig. Also du machst... Und das Problem ist, du berätst ja in die Richtung, die du kannst. Also jeder macht das, was er kann. Was er kann. Jeder macht das, was er kann. Und seitdem meine Frau Kieferorthopädie macht, löse ich ganz viele Sachen nicht mehr prothetisch. Und davor habe ich alles prothetisch gelöst. Ja, klar. Das war auch gar keine Frage. Ja, ja klar machen wir da Veneers. Wie Aligner. Nee, Veneers machen wir da. Klar. Heute anders. Man lernt ja mit den Möglichkeiten. So, gehen wir in die Produktion. Oh, das ist aber lang hier. So, hier German Crown Technik. Ja, davon haben wir bestimmt 30 Maschinen, um sowas noch darzustellen. Und dann haben wir hier das Zeiss-Mikroskop und ein paar 3D-Drucker, die hier rumstehen. Ein Gussgerät von der Firma Hereus Pulzer. Noch ein 3D-Drucker. Was habt ihr für einen 3D-Drucker? Bitte? Okay. Ja, das sind alles, das sind Filamentdrucker, ne? Das sind Filamentdrucker. Dann haben wir eine 5-Achs-Fräse hier von der Firma Zirkonzahn. Und das ist ein Sinterofen und Waschmaschinen. Alles, was man so Hammer. Macht. Sehr gut.
Und dann ist hier der Kompressor drin für die ganze Angelegenheit. Und hier kommen wir wieder zack in die Kaffeezelle. So, das war es eigentlich auch schon. Mehr habe ich jetzt auch gar nicht zu bieten. Das ist mehr als 90%. Ja, das stimmt natürlich auch. Und es macht aber auch Spaß. Und ich wusste das auch von Anfang an. Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht nur Zahnarzt bleiben werde. Seit dem ersten Tag, als ich Examen hatte, wusste ich, ich werde nicht nur Zahnarzt. Und das haben wir auch geschafft. Und das bleibt auch so. Bist du ja auch nicht. Sonst könntest du ja nicht den ganzen Tag durch die Gegend fahren. Es ist so geil, alle denken, wir fahren den ganzen Tag durch die Gegend. Ich glaube, dass das alles eine Form von Struktur und Organisation ist. Absolut. Das ist nicht meine Stärke. Bitte? Aber dafür habe ich ja meine Frau. Ist ja nicht meine Aber, Stärke. Wir haben heute rausgearbeitet, was deine Stärken sind. Also da, also das Ding ist einfach, jeder von uns hat gleich viel Zeit. Ne? Ja, ja. Also, wird auch nicht mehr. Wird nie, und nie mehr. Man arbeitet den ganzen Tag und wenn das nicht reicht, die Nacht dazu. Also ja, genau. Ja, so. Cool. Mega gut. Wollt ihr was Kaltes trinken? Ich erstmal danke für deine Zeit. Ey. Nee, für eure. Unbedingt mal hier abchecken. Ne? Fundamental, Remscheid. Ich würde sagen, wir haben es heute gesehen. Ist eine Institution. Geil. Und ich muss hier so ein bisschen Abstand halten, weil... Corona. Nee, er brennt. In diesem Sinne. Frohes Schaffen. Geil. Er brennt. Inge brennt. Sehr gut. Und mal was Kaltes trinken. Was Kaltes? Wir lassen es bereit. Sehr gut.